Was zeichnet für Sie einen guten Messdiener, eine gute Messdienerin aus? Freude an seinem Dienst, also dass er die Dinge, die er übernommen hat, gerne tut, dass er auch Verantwortung dabei übernimmt und natürlich, dass er ein junger Mensch ist, der in den Glauben hineinfindet und allmählich auch lernt und lernen will, was er da glaubt und lernt es auch zu bekennen und nach außen zu sagen. Und sich zum Beispiel, also ich weiß es noch aus meiner eigenen Kindheit und Jugend, manchmal ist es nicht so einfach, bei den coolen Jungs zu bekennen, man ist Ministrant. Und da in ein Selbstbewusstsein hineinzufinden und sagen, das ist eine schöne Sache, ich mache das gern, weil das auch zu meinem Glauben gehört, das wünsche ich eben. Was ihn auszeichnet, ist einerseits, dass er sich Zeit nimmt für die Messe, für die Leute. Und natürlich auch, einen guten Messdiener zeichnet aus, dass er auch einen guten Draht zu Gott selber hat. Ich denke, das erleben wir hier in diesen Tagen, die bei uns im Ministrantendienst tätig sind, haben eine besondere Beziehung zur Liturgie und zum Glauben. Und das, was wir manchmal so beklagen, dass es so schwer ist, Glaube und Leben zu verbinden, das geht für die jungen Leute leichter und selbstverständlicher. Dass sie einerseits pünktlich sind zur Stelle, wenn man sie braucht, dass sie also auch wissen, wir verrichten einen wichtigen Dienst. Und das Zweite ist, sie sind vorne am Altar, sie nehmen ganz nah am Geschehen teil. Sie haben die Chance, auch tiefer in die Gesamtzusammenhänge einzusteigen. Und sie ziehen die Gemeinde von hinten mit nach vorne an den Altar. Sie sind die Bindungsglieder. Und das halte ich für eine ganz tolle Geschichte. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Das geht weit über die Aktivitäten des Messdienerseins hinaus. Das ist ein Dienst und dass Sie Ihren Dienst mit Freude tun, dass Sie auch wissen, was Sie tun, dass es darum geht, Gott zu ehren und stellvertretend für die Pfarrei ganz nah am Geschehen, am heiligen Geschehen zu sein, sich dessen bewusst zu sein und auch betend Anteil zu nehmen und nicht nur einen Dienst perfekt möglicherweise, aber ohne Herz zu tun. Dass Sie gern Ihren Dienst tun, dass sie verlässlich diesen Dienst tun und wissen, dass der Gott und den Menschen gilt. Das, glaube ich, bringen sie zum Ausdruck. Ein guter Messdiener, das spielt sicherlich klar, der persönliche Glaube eine ganz wichtige Rolle und auch ja, die Treue zum Dienst, sich immer wieder neu diesen Herausforderungen zu stellen, wenn andere eben nicht auch zur Kirche gehen, selbst zu sagen, jawohl, ich gehe, ich nehme diesen Dienst wahr, ich zeige ja, Präsenz am Altar, stehe für meinen Glauben ein. Das sind alles so Eindrücke, die damit eine große Rolle spielen und die das geistliche Geschehen am Altar prägen, auch die Ministranten prägen.